Hallo Freunde, mein Name ist Famulous. Die Lage ist ernst geworden. Unser Gym hat geschlossen. Bei dir sicherlich auch, oder? Was können wir jetzt also tun, um unsere hart erkämpften Muskeln so gut es geht aufrechtzuerhalten? Dazu habe ich euch ein paar Studien und praktische Empfehlungen rausgesucht. Bevor wir zu den Handlungsempfehlungen kommen, sollten wir erst einmal deinen aktuellen Trainingszustand klären. Also, wie lange trainierst du schon? Sind es mehr als 3 Monate? Dann gehörst du zu den Anfängern. Oder bist du schon über ein Jahr dabei? Dann zähle dich zu den Fortgeschrittenen. Und falls du schon über 4 Jahre lang trainieren solltest, dann sei gewarnt. Denn du solltest jetzt unbedingt wissen, wie du dein Training und gegebenenfalls deine Ernährung zu planen und zu optimieren hast. Erst einmal wollen wir die Frage klären, was eigentlich passiert, wenn du tatsächlich mal eine Trainingspause machen solltest. Trainingspausen sind im Leistungssport gar nicht so unüblich und werden beispielsweise im Kraftsport gerne als sogenannte Deload-Woche durchgeführt. Das kann bedeuten, dass man beispielsweise 4 Wochen lang progressiv trainiert, also sich jede Woche in Gewichten und/oder Sätzen steigert, und dann wird für genau eine Woche das Gewicht sowie die Satzanzahl verringert. Die Frage, die sich nun stellt, warum macht man eigentlich Deload-Wochen? Diese Strategie ist sinnvoll, da das zentrale Nervensystem, also unser Gehirn und unsere Nervenzellen, die die Muskulatur ansteuern, auf Dauer ermüden und es sonst zum Leistungsabfall kommt. In der Sportwissenschaft bestätigt eine neue Übersichtsarbeit von Evans aus dem Jahre 2019 genau diese Annahme. In dieser wird darauf hingewiesen, dass sowohl die linearen als auch die wellenförmigen Periodisierungsmethoden effektiv zu sein scheinen, auch wenn für eine hinreichende Fundierung noch weitere Studien notwendig sind. So funktioniert Wissenschaft einfach und am Ende bestätigt sich nur die Praxislehre. Nun ist es aber so, dass vermutlich noch mindestens 3 Wochen lang die Fitnessstudio geschlossen bleiben. Eben sprachen wir aber noch von einer Woche. Was passiert also in 3 Wochen mit unserer hart trainierten Muskulatur? Die kurze Antwort? Vermutlich gar nichts. Hierfür habe ich eine Studie von einem japanischen Forscherteam rausgesucht. Ogasawara und seine Kollegen haben 2012 in ihrer Untersuchung eine Gruppe mit 7 jungen Männern für 24 Wochen einmal durchgehend trainieren lassen und eine andere Gruppe, ebenfalls 7 junge Männer, mit Trainingspausen zwischendurch. Als Ergebnis konnte das Forscherteam zeigen, dass wenn man zwischen 6-wöchigen Trainingsperioden ganze 3 Wochen Trainingspause macht, Leute, das ist die Hälfte der Trainingsperiode, dann hat das keine Abnahme der Muskelmasse zur Folge. Beide Gruppen haben sogar ungefähr 20% an Muskelmasse zugenommen. Und es kommt noch krasser. Selbst die Kraftentwicklung war bei beiden Gruppen nahezu identisch mit 50% Kraftzuwachs. Ich betone es nochmals. Die eine Gruppe ließ einfach 6 Wochen lang ihre schaukeln. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch ein brasilianisches Forscherteam, das 2015 ganze 47 Frauen in 2 Gruppen aufgeteilt hat. Die eine Gruppe mit 24 Frauen durfte 10 Wochen durchgehend trainieren, während die andere Gruppe mit 23 Frauen ebenfalls insgesamt 10 Wochen lang trainierte, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Denn nach der 5. Woche mussten sie zusätzlich 2 Wochen Trainingspause einhalten. Das Ergebnis, fragst du dich? In der Kraftentwicklung zeigte sich kein nennenswerter Unterschied. Nur leider wurde hier die Muskelmasse nicht untersucht. Also, was lernen wir daraus? Solltest du dich zur Kategorie Anfänger zugeordnet haben, dann solltest du dich jetzt dermaßen entspannen. Denn die Studien wurden ebenfalls mit Anfängern durchgeführt. Du kannst also 3 Wochen Pause einlegen und erzielst, sofern du das Training danach nicht schleifen lässt,
das gleiche Muskelwachstum und die gleiche Kraftentwicklung wie jemand, der komplett durchzieht. Genau dieser Punkt ist allerdings auch eine Schwäche dieser Studien. Fortgeschrittene, Profis und Elitesportler dürfen nicht mit Anfängern verglichen werden, da der Muskelstoffwechsel hier ganz anders reagieren kann. Aus der Praxis weiß man, dass unter unnötig langen Pausen die Trainingsroutine leiden kann und sich schlimmstenfalls der Stoffwechsel an den zwangsläufig trägeren Lebensstil mit abnehmender Gesamtumsatzrate anpasst. Somit kann unter Umständen bei Fortgeschrittenen bis zur Elite auch die Muskelmasse abnehmen, da sie schließlich rein physiologisch betrachtet unverhältnismäßig viel Muskulatur für einen faulen Lebensstil besitzen und der Körper nun mal möglichst ökonomisch arbeiten will. Und welches Gewebe raubt uns sehr viel Energie? Richtig, Muskelgewebe. Spätestens nach 7 Monaten, so die Ergebnisse einer US-amerikanischen Studie aus dem Jahre 2000, nimmt die neu erlangte Muskelmasse durch Krafttraining um rund die Hälfte bis nahezu 100% ab. Allerdings muss man in diesem Punkt erwähnen, dass eine optimierte Ernährung sowie andere körperliche Aktivitäten auf den Muskelerhalt starken Einfluss haben können und es eben nicht immer zur maximalen Abnahme kommen muss. Wenn du jetzt wissen willst, wie du deine Muskeln zu Hause, jetzt aktuell während der Corona-Krise, aber auch generell in besonderen Lebensphasen wie bei längeren Aufenthalten im Ausland oder sehr langen Touren, Urlauben und unter ähnlichen Umständen optimal aufrechterhalten kannst, dann klick aufs nächste Video, denn das schauen wir uns dort mal konkret und faktenbasiert an. Aber keine Sorge, mindestens eine Woche Trainingspause schadet wirklich niemandem. Bis dahin, dein Famulus. Alle Quellen habe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie immer freue ich mich auf zahlreiche Kommentare, Anregungen, Diskussionen und ein Abo von dir. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keines meiner Videos verpasst.